habe mich mal gerade raus auf den Balkon gestellt. Das Schöne ist, tatsächlich Sonne auf dem Balkon. Richtig, richtig cool. Und ja, ich bin jetzt gerade schon in der Wohnung angekommen. Die Nina, die kommt jetzt auch. Und dann werden wir jetzt den Schrank aufbauen. Und ich freue mich schon richtig. Ich hoffe, dass das alles so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Und ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie das Unterschränkchen... Ne, ich dachte gerade, das wäre Nina. Wie das Schränkchen unter dem... Ja, ist eigentlich voll sinnlos, weil es ist nur ein Untertisch. Aber... Oder ein Unterschrank. Egal, ich zeig's euch mal. Wie gesagt, sorry, dass das noch teilweise so halt. Und zwar sieht das so aus. Was mich jetzt noch so ein bisschen stört, das hier ist halt nicht ganz an der Wand. Und ich hätte das schon gerne an der Wand. Das Problem aber ist, dass das hier halt, ja, da dran ist. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das einfach entfernen soll und das dann halt nach hinten schiebe. Das Problem ist nur, ich habe da eine Lücke und dann könnten die Sachen, also dann bleibt hier halt so eine Lücke und dann könnten die Sachen darunter fallen. Das ist halt auch doof, aber ich krieg's nicht anders hin. Oder sag halt, dass vielleicht das hier so ein bisschen ausgeschnitten wird. Oder wartet mal. Jetzt probiere ich mal was. Wenn überhaupt, dieser Scheiß hier gerade. Ja! Ja! Ich bin so super, super gut. Super, super gut. Ich bin der Beste auf der Welt. Ich hatte jetzt gerade das Problem, also wie gesagt, das habe ich jetzt nach hinten gekriegt. Hier, seht ihr das? Diese kleinen Schläuche, die sind so, also wirklich exakt da dran. Oh. Klopft jetzt jemand an unserer Tür oder ist das gerade? Ne, die Handwerkern heute auch, nämlich hier. So, jetzt muss ich das nur noch hier machen in der Hoffnung, dass das funktioniert. Tja, zu früh gefreut, hier geht das definitiv nicht, weil hier das Rohr so vielleicht, was sagen, Maximum 3 oder 4 mm weiter nach unten geht. Und ja, das funktioniert irgendwie nicht, weil ich muss das Brett ein bisschen weiter nach vorne ziehen und dann komme ich an das Rohr wieder dran, damit ich halt diese kleinen Löcher da treffe. An sich würde es funktionieren, aber die Löcher, die sind das Problem, wo das Ganze dann eingehakt wird oder ich kaufe da halt andere Nöppis, dass das trotzdem irgendwie hält. Das sind vielleicht 4 mm. Schade, aber egal. Macht halt Abbruch. Sieht es dann halt erstmal so aus, da finden wir noch eine Lösung für. So, ich habe lecker Brötchen mitgebracht und eine Berliner. Und ich glaube, das schreibt die Nina mir auch schon. Die müsste jetzt eigentlich auch da sein. Naina ist da. Hallo Naina. 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 Leila. Wer bist du, Leila? So, sie ist da und wir bauen jetzt auf. Und hoffen, dass das alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Hier, das sind übrigens noch die Scharniere dann für die Tisch, für die... Du weißt schon, was ich meine. Türen, genau. Guten Morgen, Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Bin gerade auf dem Weg und bin eigentlich auf dem Weg nach Köln. Ja, und weil es sich gerade ergibt und weil es gerade auf dem Weg liegt, möchten wir natürlich oder möchte ich natürlich gerade schon mal gucken für uns beide, wie gerade denn der aktuelle Stand auf unserem Bauland aussieht und ob da schon die provisorischen Straßen stehen. Denn wir kommen ja dem Tag der Erschließung, also dass man wirklich anfangen kann zu bauen auf unserem Bauland, näher. Und deswegen bin ich auch gerade ganz in der Nähe und fahre jetzt ganz kurz vorbei und schaue mir das mal an. Und ihr werdet natürlich auch einen kleinen Teil davon sehen. Heute großer Allergikertag wieder. Ich bin ziemlich ausgenockt, ich bin ziemlich K.O. Jetzt bin ich gerade angekommen und sehe Baustelle, was auch sonst. So. Das kann man hier schon mal sehen. Hier ist viel Erde und hier werden die Kanäle und sowas gemacht. Da steht auch der Bagger. Also da rechts davon, da wird dann unser Grundstück sein. Ja, ansonsten wird hier einiges noch getan und gemacht. Aber damit bekommt ihr schon mal gerade einen Einblick, wie es hier aussieht. Gegen Ende April soll dann hier soweit dann schon losgehen mit dem Bauen. Kann man sich irgendwie ganz schwer vorstellen. Ja, jetzt gerade sieht man eigentlich nur Erdhügel und. Aber ja, die Bauarbeiten gehen wohl dann doch schneller als gedacht. Das ist ja auch alles vertraglich festgehalten.
Ja, und ich glaube, da wo der Bagger steht, da kommt auch unsere Straße hin. Erster Schrank, na, schon geschafft. Lina und ich, wir sind da ein Dreamteam und den stellen wir jetzt mal auf. Ich guck mal, ich weiß jetzt nicht, wo ich euch hinstellen soll, aber ich stelle euch am besten mal hier in den Flur. Erste steht, und zwar hier. Das ist der Kleine. Wir haben den gerade erst hier hingemacht, aber es war falsch. Und der kommt nämlich hier hin. Also. Gott sei Dank haben wir eine Leiter, damit ich gleich hier... Und Nina ist hier, kleiner Pro. Das ist sogar 1,34 Meter, ne? Ja, ich weiß. Und hier kommt jetzt noch, du musst die 58 Tiefe nehmen, mal 50, sind 1,08 Meter. Ja, siehst du, dann hättest du noch plus 25, sind 33. Du hättest 3 Zentimeter... Ja, du hättest 3 Zentimeter gehabt. Nee, 1 Zentimeter. Weißt du, 50 plus 58 die Tiefe sind wir bei 1,08 Meter. Und dann noch die 25 Zentimeter, die ich hätte eigentlich mehr nehmen können. 5 Zentimeter können wir jetzt nicht umtauschen. Jetzt haben wir es doch schon aufgebaut. Aber da muss ja ein zweiter noch dran. Kann man da keinen Meter nehmen? Nee, da kannst du keinen Meter nehmen, weil das eine ist ein Eckkorpus. Es gibt nur, ja, das ist echt wäre schade. Das richtig geil gewesen. Nochmal für die Kamera zum Festhalten, Tobias, das ist halt auch so wissen, nicht ich. Ich war ganz kurz in der Kölner Innenstadt. Ich musste eine Sache unbedingt machen. Das hört sich total strange an, aber seit Jahren habe ich wieder meine Sockenschublade und die Sockenschublade ist zwar irgendwie teilweise gefüllt, aber teilweise sind das einfach nur einzelne Socken, verschiedene Farben und Maren bedient sich auch ab und zu an meinen Socken. So, und ich habe mir jetzt einmal im großen Stil Socken gekauft. Das war so heute noch ein kleines To-Do auf der Liste. Weiße Sneakersocken und zwar mehrere Paare zusammen. Kann ich die alten auch mal aussortieren. So, gegessen habe ich übrigens auch gerade eben bei Vapiano. Das habe ich auf dem Weg gemacht. Da habe ich mir eine Bolognese reingezogen. Hatte ich auch sehr lange nicht mehr. Und jetzt fahre ich Richtung Büro. Ich bewege mich, aber ich gucke nicht hin. Ich fahre freihändig. Bin in der Waschstraße, Leute. Leute, wir haben es geschafft, fast, wir haben es fast geschafft. Oh Gott, das war jetzt eine Aktion, also, da, okay, gut, eben war noch ein Freund da, der hat das dann gerade eben noch gemalt. Ja, auf jeden Fall, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn ihr das jetzt euch so anschaut. Die blaue Folie muss natürlich noch ab. Hier kommt noch eine Türe dran, da haben aber, ich weiß nicht, ob IKEA da einen Fehler gemacht hat oder ich hätte da noch was anklicken müssen. Auf jeden Fall fehlen die Dämpfer für die Türe. Und ihr seht ja zwei Spiegeltüren. Und ja, das hier ist jetzt ein bisschen schwer euch zu zeigen, aber ich kann sie ganz normal aufmachen, auch wenn die jetzt nicht öffnen steht. Schrank kippt, das war eben hier an dem Schrank dran und der kippt tatsächlich dann. So sieht das Ganze dann aus. Ich tue das Ding jetzt mal weg. Dieses Gummiteil nervt so hart. Und dann hat man hier einen Schrank, kann man hier alles reingucken, der ist auch schön groß. Dann macht man das wieder zu. Und das ist das, was ich meine. Dieses ist dämpft. Also das wird der Fall wird so ein bisschen gefangen. Ja, genau, so sieht's aus. Hier haben wir extra einen kleineren genommen von der Tiefe her. Das liegt an der Türe, weil sonst hätte die Tür da dran geschlagen und das fänden wir nicht so geil. Was ist los? Achso, du brauchst einen Spiegel. Ja, und ja, geh hin. Geh doch hin. So ein Opfer. Ja, und das machen wir jetzt noch dran. Die Ecke wird offen bleiben. Die hier wird noch verkleidet. Also da kommt noch was Weißes davor, damit das schön geschlossen aussieht. Oh mein Gott. Oh Gott. So richtig typisch Mann, echt. Ja, und genau, wir hatten jetzt gerade eben, wie gesagt, noch Hilfe von einem Freund. Mega, mega geil. Und der hat uns da mit den Türen echt gut geholfen. Ja,
Aber soweit passt, ich bin sehr, sehr happy und ja, so kann es weitergehen. Jetzt ist eigentlich nur noch die eine Türe und dann haben wir alles gemacht. Also was wir jetzt hier erstmal machen wollten. Lampen sind angebracht und guck mal, das Schöne ist an den Lampen einfach, wenn ich direkt runterstehe, man hat Augenbrauen, Leute. Ich habe bei unseren ganzen Lampen zu Hause im Haus, habe ich nie Augenbrauen. Nie. Guck mal, ich habe Augenbrauen. Schön. Die checkt es nicht. Ich sage immer Naina und die so, wie Laila. Ich sage Naina. Naina, 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 Naina. Naina, Naina, Naina. Wir fallen jetzt noch in die Losteria, leider. Es gibt Essen, wir sind jetzt in der Losteria. Ich lade die Nina heute ein, weil sie mir so fleißig geholfen hat. Ich hab Sudels, richtig cool. Das Sudels. Und die sind vegetarisch? Ja, nein, nein, ich weiß, aber weil hast kein Fleisch oder sowas. Okay, ich probiere gleich mal, ja. Und für mich gibt es das Übliche. Und Nina hat gerade hier so eine kleine Parmesan. So gelogen, Leute. Kleiner Finger drauf. Damit kriege ich sie alle. Ja, wir haben halt so eine Parmesan-Party gemacht. So, guten Appetit. Später am Appetit. Spät am Abend ist es. Oh, und eigentlich ist so viel passiert, das kann man eigentlich gar nicht gerade in Worte fassen, was alles passiert ist, denn das hört sich eigentlich, glaube ich, an, als wäre es irgendwie aus so einem Kinofilm. Als ich den Kinofilm gucke, würde den euch jetzt erzählen. Also erstmal war ich gerade eben noch kurz, als ich auf dem Weg war, ach, wartet, ich hatte jetzt einfach mit Maren zusammen. Schatz! Eine Sache, die habe ich mit der Kamera aufgenommen, ne? Die Jungs bei mir im Auto, ne? Ja. Tut mir leid, es ist gerade nur so hell, ja? Das ist alles gut. Die Jungs bei mir im Auto und ich, wir fahren gerade an der Halle los, ne? Mhm. Kommt uns eine Polizeistreife entgegen, fährt uns durch den ganzen Ort hinterher und wir mussten zur Bank. Mhm. Noch Bargeld holen, weil wir ja was essen wollten. Halten auf dem Parkplatz an, kurz vor der Bank, steht die Polizeistreife hinter mir. Allgemeine Verkehrskontrolle. Hallöchen. Ja. Fahrzeugschein muss ich an den Kofferraum. Bitte? Fahrzeugschein muss ich an den Kofferraum, habe ich hinten drin. Komischerweise soll... Der Polizist hat mich gerade gefragt, warum ich nicht reinkomme. Ich muss noch zur Bank. Ob ich schon mal im Straßenverkehr aufgefallen wäre? Und dann, nein, bin ich nicht. Wegen gar nichts. Keine Drogen, kein Alkohol, kein nichts. Ja, das war auch alles okay soweit. Dann hat er mich nur gefragt, wegen... Körperverletzung und Beleidigung im Straßenverkehr. Habe ich gesagt, nein. Und dann meinte er, ja, dann kann das auch eine Verwechslung sein, jemand mit dem gleichen Namen. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber daran würde ich mich erinnern. Also, okay, sehr kurios. Aber ja, ihr seht halt irgendwie assi aus. Ja, ja. Dann sagt er, Herr Wolf, kommen Sie einmal bitte rüber. Und er wollte es dann quasi so nicht unangenehm für mich machen vor meinen Freunden, keine Ahnung. Er hat einfach Anstand, ganz nett vom Polizisten, alles cool. Ich komme an, hab gedacht, er lässt mich jetzt pinkeln oder so für einen Drogentest ein oder so. Mit ihm? Nee. Das war witzig. Herr Wolf, schon mal im Straßenverkehr auffällig gewesen. Da gibt keine Delikte. Und sagt nein. Ich weiß, dass ich im Jahre 2018 selbst von mir aus eine Anzeige getätigt habe gegen einen Autofahrer, der sich nicht ordentlich im Straßenverkehr verhalten hat, pipapo und keine Ahnung. Ja. Aber ich selber war nie Gegenstand einer Sache oder das ist selbst irgendwas. Sagt er, gut, dann das kann vorkommen, dass es dann eine Verwechslung ist. Also das hat die Kamera dann nicht richtig mit aufgenommen, ne? Mhm. Weil Philipp hat die Kamera im Auto. Also sie wollen mir jetzt erzählen, dass jemand... der auch Wolf heißt. Vor allem, was hat das mit diesem... Mit der allgemeinen Verkehrskontrolle? Da habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich habe das alles nicht ganz verstanden. Okay. Die Jungs fahren nach Hause, ich fahre nach Hause, halte noch kurz an der Raststätte an, weil mir eingefallen ist, eine Wasserflasche könntest du noch mit nach Hause nehmen, weil Kühlschrank sehr empty, außer deine tollen Frank Juice Säfte da, die noch drin sind. Ich schwöre es euch, Leute, ich sitze gerade im Auto und bin mit Maren am Telefonieren. Ich habe gerade noch mit ihr telefoniert und wollte ihr sagen, dass ich gerade losfahre und in ungefähr 10 Minuten zu Hause bin. Alter, da kommen von allen Seiten, ich habe Maren Bilder geschickt, Zivilpolizisten angerauscht mit so einem internen Blaulicht in der Windschutzscheibe, stürmen raus mit den Waffen und keine Ahnung was und original
2 Meter vor mir in einer Parktasche stand irgendein ausländisches Auto, wo die den Typen wohl observiert haben und hochgenommen haben. Und ich sitze da so in meinem Auto und telefoniere und der eine Polizist neben mir sieht, wie ich im Auto quasi sitze, während er neben mir steht mit so halb gezogener, mit so angelehnter Waffe. So nach dem Motto, bleib sitzen, mach nichts, fahr nicht weg, alles cool, wir haben hier die Sache unter Kontrolle. Und ich sitze so da. Ich sag, Schatz, wir müssen gerade unser Gespräch beenden hier. Geht gerade irgendwas? Ich versuche mal, ob ich ein Bild davon einblenden kann oder so, wenn ich das darf. Mhm. Nee, darf ich bestimmt nicht. Da sieht man die Polizisten ja drauf. Siehst du nicht, die nicht? Sind alle mit dem Gesicht. Ansonsten verpixeln wir da irgendwas. Und ich bin so, what the fuck, was geht hier gerade ab? Na gut. Und dann meint man, dass diese spannende Geschichte jetzt wirklich endlich ein Ende nimmt. Also eigentlich Tobis Hollywood-Film, den er gerade erzählt. Dann fährt Tobi vom Rastplatz los. Dann kommt eine Fehlermeldung nach der anderen im Bordcomputer von meinem Auto. Dann geht mein Auto einfach aus. Auf dem Beschleunigungsstreifen vom Rasthof geht's aus. Mach einen Warnblinker an, um Standstreifen. Mach ihn aus. Also er war aus. Versuche ihn wieder zu starten, geht nicht. Probiere es beim zweiten Mal über einfach nur diesen Startknopf. Der startet ja dann selbstständig, muss keine Kupplung treten oder so. Geht an, als wäre nie was gewesen. Dann hat es beim Fahren aber irgendwo von irgendwoher vibriert. Da kamen Vibrationen her. Plus zusätzlich kam auf einmal dann noch die Fehlermeldung, dass mein Allradsystem ausgefallen ist. Und dann hat Tobi jetzt gerade eben noch... Und dann habe ich... ADAC. Dann habe ich noch mit Mercedes-Benz telefoniert, mit der Notfall-Hotline. Dann haben die den ADAC rausgeschickt und das an dem Wagen. Oder ich musste auch mit. Ich musste mit im Abschlepper sitzen. Den dann zu Mercedes-Benz gefahren, zum Händler. Damit er da jetzt steht und morgen früh um 8 Uhr pünktlich drankommt. Und dann bin ich mit dem Anzug gefahren. Und jetzt sind wir zu Hause. Ja, und das ist unser Tag und ich bin... Und das waren nur die letzten 3 Stunden von diesem Abend. Ich bin eingeschlafen. Also bei Tobi ist die krasse Hollywood-Story. Ich habe einen Schrank aufgebaut. Man hat einen Schrank aufgebaut, wow. Super. Was für wow. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder.